Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienkirche in Inzersdorf, liebe Gottesdienstgemeinde, die sich an den Radios versammelt hat, ich möchte am Beginn dieses heutigen Tages, dieser Predigt, noch einmal das Tagesgebet vorlesen, dass wir uns das noch einmal wirklich ins Herz gehen lassen, was da gesagt wurde. Wir haben gehört, dass Gott barmherzig ist und wir haben ihn gebeten, dass er unseren Geist erneuere durch die Feier der heiligen 40 Tage, damit wir für dein Wort empfänglich werden, bereit zu Gehorsam und zu Verzicht, einmütig in Gebet und eifrig in Werken der Liebe. Das sind diese Worte, die der Priester am heutigen Tag, die die Priester überall gebetet haben und beten, wenn sie Gottesdienst feiern. Aber was heißt es, dass wir empfänglich sind für sein Wort? Was heißt das für dich, gehorsam zu sein und auch auf etwas zu verzichten und einmütig sein im Gebet? Das ist aber nicht das, was mich besonders bewegt in der letzten Zeit, sondern vielmehr hat mich in letzter Zeit ein Artikel in einer Zeitschrift bewegt. Und da ist als Überschrift gestanden: Hast du schon einmal den Begriff Influencer gehört? Und das ist etwas, wenn man es aus dem Englischen übersetzt, so etwas wie ein Beeinflusser. Und ein solcher Influencer bezeichnet als einen Menschen, der aufgrund seiner großen Reichweite und Popularität im Internet die öffentliche Meinung, unsere öffentliche Meinung beeinflussen kann bzw. beeinflusst. Schon wieder etwas so Modernes, schon wieder ein englischer Ausdruck. Aber wenn du da weiterliest bei diesem Artikel, da steht dann ganz konkret, was gemeint ist. Solche Influencer sind Menschen, die auf den diversen Social-Media-Plattformen, allen voran Instagram, ihre Kanäle betreiben und dort Bilder und andere Inhalte posten. Die Themen dabei sind vielfältig und drehen sich zum Beispiel um Mode, Fitness, Ernährung, Lifestyle und so weiter. Und diese erfolgreichsten Influencer, diese Menschen, die am erfolgreichsten beeinflussen können, unter ihnen erreichen mehrere Millionen Follower mit ihren Posts. Mit Tipps zu ihren jeweiligen Spezialgebieten beeinflussen sie letztendlich Meinungen ihrer Fans. Empfohlene Kleidungsstücke, Restaurants oder Veranstaltungen werden bekannter und dadurch häufiger gekauft bzw. besucht. Deshalb haben sich mittlerweile schon, was ich jetzt hier vorlese, das ist im wirklichen Leben so, auch Firmen und Unternehmen auf solche Influencer aufmerksam machen lassen und sie bezahlen dafür, dass ihre Produkte präsentiert werden, dass wir wissen, was wir tragen müssen, wie wir sie nützen sollen und wie wir eine Zielgruppe erreichen können. Sie erfahren dann, was sie zu essen haben, sie erfahren, was sie anziehen sollen und sie sind dann ein Follower, einer, der ihnen nachfolgt. Aber frag dich einmal, wo ist denn da der Haken bei dieser Sache? Wie authentisch ist denn so ein Influencer? Gerade bei diesen Bildern auf Instagram merkt man, dass am Anfang dieses Netzwerks posten die Nutzer Schnappschüsse, die meist unvorteilhaft wirken. Und was zählt, ist Spontanität und Schnelligkeit. Aus über 100 Versuchen wird nur einer ausgewählt, der dann perfekt ist, der funktioniert.
und mit Filtern und mit Effekten überzeichnet und auf Hochglanz getrieben, der schafft das große Rennen, um die Aufmerksamkeit zu erreichen. Sie werden sich denken, bin ich jetzt bei einer anderen Sache gelandet? Sie sind gekommen nach Inzersdorf, nicht über Influencer und Instagram etwas zu hören, sondern Sie wollen sicherlich etwas anderes erfahren. Aber letztendlich ist unser Herr Jesus Christus selbst, der, der mit der Kirche am meisten zu tun hat, auch ein Influencer. Einer, der uns letztendlich beeinflusst, der uns in Bewegung setzt und du und ich sind, um bei diesem Ausdruck, entschuldigen Sie, als Follower unterwegs zu sein. Du sollst Jesus Christus nachfolgen, du sollst hinhorchen, du sollst dein Herz öffnen, du sollst seine Botschaft in dein Herz hineinlassen. Heute liegt es also nicht daran, sich zu orientieren und diese Ausgabe morgen schon zu kaufen und das nachzulesen. Das ist nicht meine Absicht heute, sondern ich möchte dich heute ganz inständig bitten, dass du einmal nachdenkst, was dieser Jesus Christus schon für dich getan hat, dass du seine Botschaft annimmst, dass du sie verbreitest, dass du mitwirkst, dass du mitarbeitest und dass auch schaust, dass diese Botschaft aktuell bleibt. Nütze deine Möglichkeiten, dort wo du bist, dort wo du wohnst, dass du Einfluss nimmst. Du brauchst diese Dinge eigentlich gar nicht, die uns da vorgeschrieben werden. Lebe dein Leben in Ruhe weiter und orientiere dich an Jesus Christus und folge ihm nach. Trau dir einiges zu, nicht nach diesen äußeren Dingen Einfluss zu nehmen und dementsprechend, was die Mehrheit meint, sondern orientiere dich an Jesus Christus und gib Zeugnis. Wir haben heute einige Zeugnisse schon gehört, dass auch andere begeistert werden und letztendlich Jesus nachfolgen. Wenn du hinhörst, ist Jesus ja gekommen, um nicht irgendetwas umzukrempeln, um Gesetze beiseite zu schieben, sondern um diese zu erfüllen. Und wenn ich etwas erfülle, dann möchte ich, und das ist Jesus Christus selbst, dein Herz anfühlen, randvoll machen. Denk an die Episode, an das Gleichnis, an die Stelle in der Heiligen Schrift bei der Hochzeit zu Kana, wo er die Krüge mit bestem Wein vollfüllen möchte. Und er tut es auch in deinem Leben. Auch wenn du es nicht merkst, wenn du glaubst, da ist nur Wasser drinnen. Der beste Wein ist für jeden von uns bereitet. Es ist ein qualitätsvoller Wein, mit dem er dich erfüllen möchte. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht aufzuheben. Dass anscheinend auch Papst Franziskus sich mit Influencer beschäftigt, das habt ihr vielleicht mitbekommen, alle die, die sich so ein SMS zuschicken lassen in der Fastenzeit. Da hat es vorgestern geheißen, durch ihr Jahr, durch das Jahr der Gottesmutter, ist Maria die Frau, die die Geschichte am meisten beeinflusst hat. Ohne soziale Netzwerke war sie die erste Influencerin. Also diese Dinge beschäftigen das ganze Leben, die ganze Welt. Aber du kannst heute dich ganz konkret entscheiden für Jesus Christus. Du kannst sagen, das ist nicht wichtig für mich, meine Orientierung, mein Ziel ist Jesus Christus. Die Kirche bietet viele Dinge an. Sie bietet eine Reihe von Möglichkeiten an.
Das wohl größte Geschenk, das uns die Kirche anbietet, sind die Sakramente. Nutze die Sakramente, die auch immer wieder hier in Inzersdorf angeboten werden. Jesus wartet auf dich und dann kannst du berichten, was er in deinem Leben schon Gutes getan hat. Und er wird wirklich viel Gutes tun, auch wenn es oft, wie wir es auch heute schon gehört haben, oft aussichtslos erscheint. In der Karwoche wird in den Bischofskirchen, in den meisten am Gründonnerstag, in unserer Diözese in Linz am Mittwoch, werden die heiligen Öle geweiht. In der sogenannten Chrisammesse werden diese Öle, die für das kommende Jahr bereitet werden, damit Menschen, damit Jugendliche, damit Kranke und viele andere erfüllt werden können und berührt werden können von dieser Liebe Gottes, werden diese Öle geweiht. Gott selbst ist auf der Suche nach den Menschen und von der Liebe getrieben, hat Gott sich auf den Weg gemacht zu dir und zu mir. Es werden diese Öle für die Katechumenen, das Öl für die Krankensalbung und auch der heilige Chrisam wird gesegnet, geweiht. Das Krankenöl, das hier in Inzersdorf Verwendung findet, wird an diesem Tag vom Bischof gesegnet. Sucht immer da sein Angesicht, so sagt es der Psalmist. Im Mittelpunkt dieser Weihe der heiligen Öle steht also dieses große Geschehen, dass wir diese Öle annehmen und diese wesentliche Dimension der christlichen Existenz auch annehmen und zum Ausdruck bringen. Jesus Christus möchte uns, dich und mich berühren. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, dass du die Menschen berührst in den Sakramenten, dass du diese Öle bereitest für die Menschen, dass sie erfüllt werden von deiner Liebe. Trau dir einiges zu und wenn du diesen Ausdruck vielleicht jetzt in dein Ohr gedrungen ist von diesem Influencer, so möchte ich dich nicht verunsichern, sondern höre auf etwas anderes, höre auf Jesus Christus, höre auf das, wo du selbst dein Leben umgestalten kannst, wo du umkehren kannst und wo du Zeuge seiner Liebe sein kannst. Wenn du dir dein Leben so wie einen Dominostein vorstellst und die Leben der anderen auch, dann bewege deinen Domino-Lebenstein, dass die anderen auch in Bewegung kommen. Hole Schwung, dass dein Leben ein christliches Leben werden kann. Jesus möchte dir dabei helfen. Durch ihr Jahr, durch das Jahr der Gottesmutter, ist sie die Frau geworden, die in der Geschichte am meisten die Menschen beeinflusst hat. Bitten wir den Herrn, dass auch in dieser Kirche, in dieser Marienkirche, all das geordnet werden kann, was in den Leben der Menschen nicht passt, dass die Gottesmutter hineinwirkt und dass die Menschen erfüllt werden von diesem Geschehen. Wer diese Gebote und Gesetze hält, der wird groß sein im Himmelreich. Das verspricht uns der Herr. Das ist wichtig, dass wir diese Gesetze, diese Vorschriften und alles, was wir zu tun haben, was uns aber oft auch sehr beschäftigt und oft Schwierigkeiten bereitet, aber ein großes Stück für das Himmelreich schon ist. Bitten wir den Herrn,
dass wir auch das nicht vergessen, was er schon an dir und mir getan hat. Jesus, ich träume von einer Kirche, die erfüllt ist von deiner Liebe. Ich träume von einer Kirche, in der du die Menschen an der Hand nimmst und zu den anderen führst, dass sie von dir Kunde geben, dass sie diese Glaubenszeugnisse weitergeben, dass sie zur Anbetung kommen und dass sie dich verherrlichen im Lobpreis. Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist, dass du jeden von uns an der Hand nimmst. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.